Schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu dem heutigen Abend eine Kooperation mit der Weltlesebühne im Rahmen des Hieronymus-Tages, der eigentlich morgen stattfindet, aber genau, es muss ja nicht immer direkt am selben Tag sein. Das hat schon ein bisschen Tradition, dass wir sozusagen mit der Weltlesebühne gemeinsam den Hieronymus-Tag begehen. Wir hatten schon häufiger den gläsernen Übersetzer hier zu Besuch gehabt. Wir hatten dann vor 2 Jahren ein größeres Programm zur Übersetzung in Untertitelung und Synchronisation. Drunter und drüber haben wir das genannt. Das war ein mehrtägiges Programm, was wir hier hatten. Und dann hatten wir im letzten Jahr zum Thema Synchronisation auch eine kleine Reihe gehabt, einmal im Monat. Und genau, Übersetzung und Untertitlung und ist uns natürlich ein wichtiges Thema auch, denn wir versuchen ja hier im Filmmuseum alle Filme, die wir zeigen, auch mit Untertiteln, also in der Originalsprache mit Untertitelung zu zeigen. Und ja, das ist eben auch ein Teil sozusagen des heutigen Abends, um den es geht. Und ich will jetzt gar nicht so viel mehr reden, sondern übergebe gleich das Wort an Barbara Neb. Von der Weltlesebühne. Ja, herzlich willkommen. Ja. Dankeschön. Ja, schön, herzlichen Dank für das, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich, dass wir wieder hier zu Gast sind, Weltlesebühne. Gut, wer ist die Weltlesebühne? Die Weltlesebühne stelle ich Ihnen kurz vor. Wir sind ein Zusammenschluss von circa inzwischen über 60 Literaturübersetzerinnen und Übersetzern, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Beruf des Übersetzers, der Übersetzenden ein bisschen präsenter zu machen, weil wir ja immer, normalerweise hat man ja immer nur den Autor, wie auch hier auf dem Buch, Joe Nesbø, nur einfach, man sieht den Autor, aber nicht den Übersetzenden, der dahinter steckt und die deutsche Stimme dieses Autors ist. Deutsche Stimme von Joe Nesbø ist hier Günther Frauenlob. Stefanie Georgi ist nicht die deutsche Stimme von Joe Nesbø, aber das werden wir gleich noch klären. Zu Gast hier ist heute auch Ulrich Sonnenberg. Erstmal vielleicht sollte ich noch danken. Ich danke der Stadt Frankfurt, dem Kulturamt, Norla und auch dem Deutschen Übersetzerfonds, die uns hier diese Veranstaltung überhaupt nötig gemacht haben. Ja, vielleicht aber dann jetzt zu Ulrich Sonnenberg, der das dann die beiden anderen Gäste noch vorstellen wird. Er ist gelernter Buchhändler. 20 Jahre lang hat er in Verlagen gearbeitet, darunter die Frankfurter Verlagsanstalt mitgegründet, Suhrkamp und Insel Verlag. Seit 2004 ist er freier Übersetzer aus dem Dänischen und Norwegischen und auch Dozent an der Johann Wolfgang Goethe-Uni hier in Frankfurt am Institut für Skandinavistik. Ja, also ich freue mich, dass ein interessierter Kreis doch hierher gefunden hat für diese schöne Runde. Und ich freue mich jetzt schon auf das Spannende, weil wir hatten vorher, unser Thema war, wie wir es schon mal hatten, eben synchronisieren versus Untertitelei. Diesmal haben wir uns das Thema gesetzt, Literatur versus Übersetzung versus Untertitelei. Mal sehen, ob wir was Spannendes heute zu hören bekommen. Ich danke euch allen, dass ihr hierher gekommen seid. Vielen Dank. Nein, wir haben, glaube ich, zu danken für die Einladung und auch Ihnen herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung zur Weltlesebühne, zum Internationalen Übersetzertag. Wir haben es gerade gehört, dem Hieronymus-Tag. 1954 von der Fédération Internationale des Traducteurs in Paris ins Leben gerufen, wird der Hieronymus-Tag traditionell am 30. September begangen, dem Todestag von Hieronymus im Jahre 420. Und Hieronymus gilt als der Schutzheilige der Übersetzer, denn er hat als einer der Kirchenväter das Alte und das Neue Testament aus dem Hebräischen bzw. Griechischen ins gesprochene Latein übersetzt, die sogenannte Vulgata.
Seit gut 10 Jahren gibt es zum Hieronymus-Tag Veranstaltungen der Weltlesebühne, in denen es um die Arbeit und auch die Arbeitsbedingungen von literarischen Übersetzern geht. Und da in diesem Land, in diesem Jahr das Gastland der Frankfurter Buchmesse Norwegen ist, lag es nahe, eine Veranstaltung mit Übersetzern aus dem Norwegischen zu organisieren. Und da viele Leser bei Skandinavien sofort Krimi assoziieren, geht es heute Abend eben um Hochspannung aus Norwegen. Es geht vor allem um den Krimi Headhunter von Jo Nesbø. Mit dabei sind Stefanie Georgi. Sie hat Englisch und Dänisch studiert und während ihres Masterstudiums in internationaler Fachkommunikation den Weg ins audiovisuelle Übersetzen gefunden und seit mehr als 10 Jahren untertitelt und übersetzt sie vor allem Filme und Drehbücher aus dem Englischen, Dänischen und Norwegischen ins Deutsche, sagt aber selbst, dass sie eher buchaffin ist und in ihrer Freizeit immer ein Buch einem Film vorziehen würde. Sie interessiert sich vor allem für die Schnittstelle zwischen Sprache und Bildern, die Bedeutungsvermittlung und die Interpretationsmöglichkeiten. Daneben ist sie auch Autorin für Audiodeskriptionen, das heißt, sie textet die Hörversion für blinde Zuschauer. Denn auch hier, so sagt sie, steht die Verbindung von Bildern und Sprache im Vordergrund. Mit dabei ist auch Günter Frauenlob. Er wurde 1956 in Wuppertal geboren. 65. Im Ernst, 65? Ja. Dann habe ich hier einen Zahlendreher drin, Entschuldigung. Pardon. Naja, mach dich glatt. 11 Jahre älter, nein, das will ich wirklich nicht. Gut, also 1965 in Wuppertal geboren und hat in Münster, Freiburg und Oslo Geographie und Hydrologie studiert. Von 1993 bis 1996 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Wasserforschungsinstituts der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Und seit 1993 ist er als freier Übersetzer aus dem Norwegischen und dem Dänischen tätig. Daneben gehört er der Redaktion der vom Rheinaubund Schaffhausen herausgegebenen Zeitschrift Aqua Viva an und ist auch als Agent für norwegische Autoren und Bücher tätig. Neben Autoren wie Jonas T. Bengtsson aus Dänemark und Lars Mütting hat er sehr, sehr viele Krimi-Autoren übersetzt. Wir haben es schon gehört, darunter auch Jo Nesbø und seinen Roman Headhunter. Stefanie Georgi, was ein Übersetzer ist, kann man sich einigermaßen vorstellen, denke ich. Über die Problematik des Übersetzens werden wir sicher heute Abend noch sprechen. Aber was genau macht eine Untertitlerin oder ein Untertitler? Du bist seit mehr als 10 Jahren selbstständig, das heißt, du hast ja offenbar auch genügend zu tun. Nur wie? Denn anders als in Skandinavien haben wir in Deutschland ja auch kaum untertitelte Filme, die wir sehen. Ja, das ist richtig, das stimmt. Meistens wird ja alles fürs Fernsehen vor allem synchronisiert. Aber wer guckt heutzutage schon noch Fernsehen? Also die ganzen Streaming-Programme und so weiter, das ist ja viel verbreiteter. DVDs haben auch immer eine Untertitelspur und seit ja bestimmt 10 Jahren und sicherlich auch schon länger. Ich kann das jetzt nicht so an Jahreszahlen festmachen, aber kann man ja eigentlich frei wählen, ob man einen Film in Originalton mit Untertiteln gucken möchte oder ob man ihn synchronisiert gucken möchte. Jedenfalls ja hier in Deutschland, in Skandinavien ist das natürlich anders, genau. Ja, und ein Untertitler, was man der übersetzt und passt diese Übersetzung aber so an, dass sie eben mit dem Film mitlaufen kann. Ne? So wäre es kurz gesagt, kurz erklärt. Und du hast tatsächlich genug zu tun damit? Ja, ich habe die ganze Zeit damit zu tun, genau. Aber ich untertitle ja auch nicht nur aus den Dänischen und Norwegischen. Ich mache auch viel Englisch und daher kommt natürlich viel Volumen. Okay. Günther, wir haben es in der Anmoderation gehört, du hast Geographie und Hydrologie studiert und trägst den Titel eines Diplom-Geografen. Wie kommt ein Diplom-Geograf dazu, plötzlich umzusatteln und anzufangen, Bücher zu übersetzen? Und ich dachte, wir sprechen über Krimis. Oder Krimis zu übersetzen. Bevor ich dazu was sage, musst du mir verraten, wo du all diese Interna her hast. Es gibt das Internet. Das ist eine ganz praktische Geschichte. Muss ich mir auch mal angucken. Ja, wie ist das gekommen? Zufall. Ich habe tatsächlich im Studium sehr viel Reisen gemacht und war viel und oft in Skandinavien und
habe darüber die Leidenschaft für die Sprache da oben entwickelt und dann konnte ich in Freiburg parallel zum Geographiestudium Norwegisch lernen und habe dann irgendwann ein Praxissemester in Oslo gemacht und habe mir damals überlegt gehabt, dass wenn ich schon jetzt die Sprache lerne und im Ausland bin, dann will ich auch dieses halbe Jahr kein Wort Deutsch sprechen und auch nichts Deutsches lesen. Also habe ich mir norwegische Bücher gekauft und mich total in ein Buch verliebt. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich gedacht, dieses Buch, das will ich auf Deutsch einer ganzen Reihe von Leuten schenken. Und dieses Buch gab es nicht auf Deutsch. Und das war für mich so die Initialzündung zu sagen, ja, das kann doch gar nicht sein, dass es dieses Buch nicht auf Deutsch gibt. Das muss es geben. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, wie läuft das überhaupt mit dem Übersetzen und wer übersetzt was und wie kommt es, dass bestimmte Bücher übersetzt werden und nicht, und habe dann blöde Fragen an Verlage gestellt, unter anderem auch in Norwegen, wo dieses eine Buch erschienen war. Und die Antwort war tatsächlich ein Päckchen. Da war nämlich nicht nur der Antwortbrief drin, sondern auch noch zwei norwegische Bücher mit dem Hinweis, ja, wenn Sie sich fürs Übersetzen interessieren, schicken wir Ihnen mal was mit, probieren Sie doch mal, vielleicht ist das ja was für Sie. Und das war tatsächlich die Idee, die ist damit geboren und 4 Jahre später ist es dann erschienen. Das Buch? Das Buch, Tor-Orge Bringsværds Gobi Monter Kindheit. Finde ich immer noch gut. Ja, und inzwischen hast du 15 Bücher von Jonesbø übersetzt. Was ist das Besondere an diesem 18. 18. Siehst du meine Recherche, ne? Von wegen, so gut, nix da. Also, dann ist deine Website da nicht, Jürgen, Anschuhe. Nicht von mir, die Website. Okay, 18 Bücher hast du von Jonesbø übersetzt. Was ist das Besondere an diesem Autor und an seinen Krimis? Das ist eine gute Frage. Also, was bei ihm sicherlich speziell ist, ist, dass er alle Bücher unheimlich intelligent aufbaut. Es gibt immer die Krimi-Handlung als eines und es gibt dann aber auch noch eigentlich eine Sekundärhandlung, eine Geschichte im Subtext, wo er ein Thema hat bei jedem Buch und dieses Thema eigentlich über die Hauptperson, also gerade in dieser Harry-Hole-Reihe ist es ganz extrem. Da wird eben dieser Subtext in der Geschichte über die Hauptpersonen erzählt. Und das sind diese zwei ganz unterschiedlichen Stränge, die das sehr interessant machen. Und für mich ist eigentlich immer die Nebengeschichte viel, viel wichtiger, viel, viel spannender als die Krimi-Handlung als solche. Headhunter ist nun 2011 erschienen, also vor 8 Jahren. Das heißt, es ist beinahe 10 Jahre her, dass du das übersetzt hast. Erinnerst du dich eigentlich noch an das Buch und für alle, die diesen Thriller und den Film noch nicht kennen, was für eine Geschichte wird uns da erzählt, beziehungsweise welcher Subtext ist da, liegt da drunter? Also, ich musste schon ein bisschen graben. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir den Film dann auch nochmal angeguckt, weil ich das Buch nicht nochmal lesen wollte. Also ich weiß also wieder, um was es ging. So ganz vergessen hatte ich es aber auch nicht. Im Grunde ist es die Geschichte um einen Kunstdieb, der auf eine sehr intelligente Art und Weise zu seiner Beute kommt und immer durch Fälschungen diese Beuten in den ausgeraubten Wohnungen ersetzt, sodass das gar nicht so schnell bemerkt wird, dass da was fehlt. Und der das Ganze eigentlich macht, um seiner Frau das Leben zu ermöglichen, das er glaubt, dass sie führen möchte. Und damit sind wir schon bei dem Subtext. Das ist nämlich ein recht kleiner, unscheinbarer Kerl, der eine sehr charmante, sehr große, sehr hübsche Frau hat und mit unheimlichen Minderwertigkeitskomplexen zu tun hat. Und diese Minderwertigkeitskomplexe eben über das Geld zu kaschieren versucht. Und sein Widersacher oder sein Gegner in dem Krimi wird dann halt jemand, der das genaue Gegenteil verkörpert. Nämlich eine Person, die sich für absolut unbesiegbar hält. Und das sind diese Diskrepanzen, die das Buch eigentlich dann wieder interessant machen. Und damit Sie jetzt auch einen Eindruck bekommen von dem Stil von Jonesbø, werden wir eine kurze Passage
aus dem Buch lesen. Günther liest den Prolog auf Norwegisch, damit Sie auch einen Eindruck von dem norwegischen Sound haben. Und ich dann den Prolog und noch eine weitere Passage aus dem hinteren Teil des Buches, aber da sage ich dann noch gleich was zu. En kollisjon mellom to kjøretøyer enkel fysikk. Alt er overlatt til tilfeldighetene, men alle tilfeldighetene kan forklares med likningen kraft ganger tid er lik masse ganger endring i hastighet. Sett inn tilfeldighetene som tall for variablene, at du har en fortelling som er enkel, sann og nådeløs. Den forteller for eksempel hva som skjer når et fullastet vogntog på 25 tonn og med en fart på 80 km i timen treffer en personbil på 1800 kilo med samme fart. Basert på tilfeldighetene som handler om treffpunkt, karosserienes beskaffenhet og legemes vinkel i forhold til hverandre, finnes det en utall varianter av denne fortellingen, men de har to klare fellestrekk. De er tragedie, og dette er personbilen som er i trøbbel. Dette er merkelig stille. Jeg kan høre vinden puste i trærne og elven som flytter vannet sitt. Armen min er lammet, og jeg henger opp ned, klemt fast i kjøtt og stål. Over meg, fra døren, drypper det blod og bensin. Under meg, på det sjakkmønstrede biltaket, ligger en neglesaks, en avrevet arm, to døde mennesker og en åpen beautybag. Verden har ingen skjønnhet, bare beauty. Den hvite dronningen er ødelagt. Jeg er en drapsmann, og ingen her inne puster. Ikke jeg heller. Derfor skal jeg snart dø. Lukke øynene og gi opp. Dette er deilig å gi opp. Jeg vil ikke vente lenger nå, og derfor haster det med å fortelle denne fortellingen, denne varianten, denne historien om legemenes vinkel i forhold til hverandre. Eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen ist ganz einfache Physik. Alles ist dem Zufall überlassen, doch sämtliche Zufälle lassen sich in der Gleichung Kraft mal Zeit ist gleich Masse mal Geschwindigkeitsänderung in einen logischen Zusammenhang bringen. Setzt man die Zufälle in diese Gleichung ein, bekommt man eine ebenso einfache wie gnadenlose Geschichte. Eine Geschichte, die einem vielleicht erklärt, was geschieht, wenn ein voll beladener Lastzug mit 25 Tonnen Gewicht und einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern mit einem PKW mit 1800 Kilogramm Gewicht und gleicher Geschwindigkeit zusammenstößt. Ausgehend von Zufällen wie Treffpunkt, Beschaffenheit der Karosserie und der Position der Körper zueinander gibt es unzählige Varianten. Doch etwas haben all diese Varianten gemeinsam. Es sind Tragödien. Und der PKW hat definitiv ein Problem. Es ist merkwürdig still. Ich höre den Wind in den Bäumen und das Rauschen des Flusses. Mein Arm ist gelähmt und ich hänge irgendwie kopfüber eingeklemmt zwischen Fleisch und Stahl. Vom Türholm über mir tropfen Blut und Benzin. Auf dem karierten Autodach unter mir liegen eine Nagelschere, ein abgerissener Arm, zwei tote Menschen und ein offenes Beauty-Case. Die Welt kennt keine Schönheit, nur Beauty. Die weiße Prinzessin existiert nicht mehr. Ich bin ein Mörder und in diesem Auto atmet niemand mehr. Auch ich nicht. Deshalb werde ich bald sterben. Die Augen schließen und aufgeben. Aufgeben ist ein gutes Gefühl. Ich bin das Warten leid und deshalb eilt es, diese Geschichte zu erzählen, diese Variante von der Position zweier Körper zueinander. Ja, und dann wird diese Geschichte erzählt und es kommt zu einer, auch im Film dann, zu einer geradezu Coen-haften, Tarantino-haften, grotesken Situation. Die Hauptperson muss sich in einem Plumpsklo verstecken und als er dann wieder rauskommt, wird er von einem Hund bedrängt und diese Stelle lese ich jetzt auch vor. Die Hundeliebhaber unter uns müssen jetzt weghören. Die Katzenliebhaber dürfen sich hinterher vielleicht freuen. Keuchen und der kaum hörbare Laut von Pfoten hinter mir. Dann war das Geräusch verschwunden. Ich wusste sofort, was das bedeutet, konnte mich aber nicht mehr umdrehen. Der Hund war auf mich losgesprungen. Alles war still, sogar mein Herz hatte aufgehört zu schlagen.
Im nächsten Augenblick stürzte ich auch schon zu Boden. Ich weiß nicht, ob ein Neither Terrier imstande ist, einem durchschnittlich großen Basketballspieler bis an den Hals zu springen und ihm die Zähne ins Fleisch zu schlagen. Ich aber, das mag ich schon erwähnt haben, bin kein Basketballspieler. Ich stürzte und die Schmerzen explodierten in meinem Hirn. Krallen rissen meinen Rücken auf. Ich hörte das Geräusch von Fleisch, das mit einem leisen Geräusch nachgab, und von brechenden Knochen, meinen Knochen. Ich versuchte, das Tier zu packen, aber meine Glieder gehorchten mir nicht, als hätten die Kiefer, die sich um meinen Nacken geschlossen hatten, jegliche Kommunikation zwischen Hirn und Gliedmaßen blockiert. Die Befehle drangen ganz einfach nicht mehr durch. Ich lag auf dem Bauch und konnte nicht mal mehr die Sägespäne ausspucken, die ich in den Mund bekommen hatte. Durch den Druck auf die Halsschlagader würde mein Gehirn bald keinen Sauerstoff mehr bekommen. Mein Blickfeld wurde bereits kleiner. Sollte ich wirklich so sterben, in der Schnauze eines hässlichen Hundes, der aussah wie ein Fettklumpen? Diese Vorstellung war gelinde gesagt unbefriedigend. Ja, ich fand sie in höchstem Grade beschissen. Mein Kopf begann zu brennen und eine eiskalte Hitze erfüllte meinen Körper und sickerte mir bis in die Fingerspitzen. Ein fluchender Jubelschrei und plötzlich unbändige, zitternde Kraft, die Leben spendete und Tod versprach. Ich richtete mich auf, während der Köter sich noch immer in meinem Nacken festgebissen hatte und mir wie eine lebende Stola den Rücken herabhing. Taumelnd tastete ich mit den Armen nach dem Tier, bekam es aber trotzdem nicht zu fassen und wusste, dass meine plötzliche Energie das letzte verzweifelte Aufbäumen meines Körpers war, meine letzte Chance, bevor ich ausgezählt wurde. Mein Blickfeld war jetzt nur noch ganz minimal, wie beim Intro eines James-Bond-Films, in meinem Fall also das Outro. Alles schwarz, bis auf das kleine Loch, in dem man den Typ mit dem Smoking sieht, der mit einer Pistole auf einen zielt. Und durch dieses Loch sah ich nun einen blauen Massey Ferguson, während ein letzter Gedanke mein Gehirn erreichte. Ich hasse Hunde. Schwankend drehte ich mich mit dem Rücken zum Traktor, ließ mich vom Gewicht des Hundes nach hinten ziehen, trat einen Schritt zurück und verlor das Gleichgewicht. Ich fiel. Die spitzen Stäbe des Siloschneiders nahmen uns in Empfang. Und als ich das Hundefell reißen hörte, wusste ich, dass ich diese Welt nicht allein verlassen würde. Mein Blickfeld zog sich völlig zusammen und die Welt wurde schwarz. Ich musste eine Weile weg gewesen sein. Ich lag auf dem Boden und starrte direkt in einen aufgerissenen Hunderachen. Der Körper des Tieres hing irgendwie schwerelos in der Luft und war zusammengekrümmt wie ein Embryo. Zwei Stahlstäbe steckten im Hunderücken. Ich kam zwar auf die Beine, aber alles drehte sich, sodass ich zur Seite taumelte. Ich fasste mir mit der Hand in den Nacken und spürte frisches Blut aus den Bisswunden sickern. Irgendwie wusste ich, dass ich kurz davor war, verrückt zu werden. Denn statt mich ins Auto zu setzen, blieb ich stehen und starrte fasziniert auf das tote Tier. Ich hatte ein Kunstwerk erschaffen. Kalydonischer Hund am Spieß. Es war wirklich schön. Besonders die Tatsache, dass dieses Vieh noch im Tod das Maul aufriss. Vielleicht hatte es vor Schreck eine Kiefersperre bekommen, wenn diese Hunderasse im Augenblick des Todes nicht immer so reagierte. Auf jeden Fall genoss ich den gleichermaßen wütenden wie überraschten Ausdruck des Tieres, als regte es sich noch im Tode darüber auf, nicht nur zu kurz auf dieser Erde gewesen zu sein, sondern überdies auch noch einen derart entwürdigenden Tod hinnehmen zu müssen. Ich hätte ihn am liebsten angespuckt, aber mein Mund war zu trocken. Stattdessen gelang es mir, den Autoschlüssel aus der Tasche zu fischen und mit unsicheren Beinen zu Oves Mercedes zu gehen. Ich setzte mich hinein und drehte den Schlüssel im Zündschloss. Keine Reaktion. Ich versuchte es noch einmal und gab Gas. Mausetot. Ich starrte durch die Windschutzscheibe und stöhnte. Dann stieg ich aus und öffnete die Motorhaube. Es war so dunkel, dass ich die durchgetrennten Kabel nur erahnen konnte. Welche Funktion sie hatten, wusste ich nicht. Aber vermutlich waren sie mit für das Wunder verantwortlich, dass ein Auto fuhr und funktionierte. Zum Teufel mit diesem Holländer. Hoffentlich saß Klaas Greve noch immer in der Hütte und wartete auf mich. Aber bestimmt begann er sich langsam zu fragen, wo sein Hund blieb. Ruhig, Braun. Okay, die einzige Möglichkeit, jetzt von hier wegzukommen, war Sindre O's Traktor.
Mit dem konnte ich aber nicht schnell fahren, sodass Greve mich problemlos einholen würde. Also musste ich das Auto finden, mit dem er selbst gekommen war. Der silbergraue Lexus stand sicherlich irgendwo am Weg und es auf die gleiche Weise außer Gefecht setzen, wie er es mit Oves Mercedes getan hatte. Mit raschen Schritten ging ich auf das Haupthaus zu. Die Haustür war nur angelehnt und ich wartete fast darauf, dass Sintra O. auf die Treppe trat. Aber er kam nicht. Ich klopfte an und drückte die Tür auf. Im Windfang stand das Gewehr mit dem Zielfernrohr und ein paar dreckige Gummistiefeln. O? Es hörte sich nicht wie ein Name an, sondern wie der Wunsch, die Fortsetzung einer Geschichte zu hören, was ja irgendwie auch der Fall war. Ich ging weiter ins Haus und rief immer wieder diesen einen idiotischen Buchstaben. Da nahm ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr und drehte mich um. Der Rest Blut, der noch in meinem Körper steckte, gefror mir in den Adern. Ein schwarzes, tierartiges Monster auf zwei Beinen war im gleichen Augenblick wie ich stehen geblieben und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an. Das Weiß seiner Augen leuchtete aus dem Schwarz heraus. Ich hob die rechte Hand, das Monster die linke. Ich hob die linke, es die rechte. Ein Spiegel. Erleichtert seufzte ich auf. Die Scheiße war an mir getrocknet und bedeckte alles. Die Schuhe, den Körper, das Gesicht, die Haare. Ich ging weiter und schob die Wohnzimmertür auf. Er saß grinsend in einem Schaukelstuhl. Die fette Katze thronte auf seinem Schoß und blinzelte mich mit Dianas mandelförmigen Hurenaugen an. Dann richtete das Tier sich auf und sprang auf den Boden. Die Pfoten landeten weich und es kam mit schwingenden Hüften auf mich zu, bis es plötzlich erstarrte. Ich roch wohl nicht gerade nach Rosen und Lavendel. Aber nach kurzem Zögern schlich die Katze trotzdem mit einladendem Schnurren zu mir. Anpassungsfähige Tiere, diese Katzen, die wissen, wann sie ein neues Herrchen brauchen. Das alte war nämlich tot. Ja, soweit dieser Eindruck von Joe Nesbøs Headhunter. Eine Frage an euch beide. Wenn ihr einen neuen Auftrag bekommt, wie geht ihr so ein neues Projekt an? Wie beginnt ihr? Ich fange mal an. Also es ist ganz essentiell, dass man, wenn man einen Autor nicht kennt, erstmal sich das Buch anguckt und durchliest, um zu wissen, ob man das überhaupt machen will, ob man das machen kann, ob man die Sprache dafür hat. Es gibt auch Fälle, wo es gar nicht passt, wo man dann besser die Finger davon lässt. Und wenn das alles okay ist, dann fängt man an. Ja, ich glaube, bei uns läuft das so ein bisschen anders. Also wir kriegen ja, also wir arbeiten ja auch nicht so lange an so einem Projekt. Also ich weiß nicht genau, wie lange ihr an so einem Buch sitzt, wie viele Seiten das hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir kriegen, das ist ja, der Film ist, glaube ich, 90 Minuten lang ungefähr. Dafür haben wir höchstens 2 Wochen Zeit. Und 2 Wochen? 2 Wochen. Okay. Also wenn wir Glück haben, manchmal auch nur 1 Woche. Also ich glaube, ich habe 2 Monate gebraucht. Ja, natürlich übersetzt man auch nicht so viel Text wie in einem Buch, wenn man den Film hat, weil man ja die Dialoge übersetzt. Aber auf jeden Fall verbringt man nicht so viel Zeit mit dem Material. Und man überlegt natürlich schon, was das ist, was man da kriegt und was das auch für ein Genre ist. Nämlich auch ich zum Beispiel untertitel keine Horrorfilme. Mache ich nicht, kann ich nicht, bearbeite ich gar nicht. Das ist auch sehr persönlich, aber genauso persönlich ist, denke ich, auch die Auswahl bei Büchern. Und viel mehr überlegt man sich da dann auch nicht. Man fängt dann einfach an. Im Idealfall ist es so, dass man sich den Film vorher einmal komplett anguckt, damit man weiß, worauf es hinausläuft. Nur, Sie können sich denken, wenn man nur 1 Woche Zeit hat, sowas zu übersetzen, dann hat man auch nicht so viel Zeit, den vorher einmal komplett anzugucken. Also ich stürze mich meistens direkt rein. Ich gucke, was ich für Material habe. Also es ist auch unterschiedlich, mit was für Material wir arbeiten. Oft haben wir nur den Film und müssen hören und das dann übersetzen, was wir hören. Oft gibt es aber auch Skripte dazu, die sind nicht immer final, also die sind vielleicht vor dem Dreh tatsächlich geschrieben worden und dann stimmt das nicht 1:1 überein, aber ja, und dann stürzt man sich direkt in die Arbeit. Das heißt, du hast kein Drehbuch jetzt, wonach du übersetzen könntest? Nicht immer, nein. Du musst dir Sequenz für Sequenz angucken und dann übersetzen?
Genau, also es funktioniert bei uns so, wir haben ein Programm dafür. Es gibt unterschiedlichste Untertitelprogramme, wo man den digitalen Film dann sich laden kann, wo man den Film Stück für Stück angucken kann, Bild für Bild vorspulen kann, zurückspulen kann und wo man an der Seite die Untertitel sieht, die man schon geschrieben hat und wo man dann ganz genau, denn wir müssen ja mit den Timecodes arbeiten und wir müssen ja wirklich bildgenau unsere Einstiegs- und Ausstiegszeiten setzen, damit die Untertitel genau dann erscheinen, wann man sie auch lesen soll und genau. Und so arbeitet man sich dann Stück für Stück vor. Ich schreibe auch nicht zuerst die Übersetzung und baue die dann auf den Film, sondern ich gucke wirklich den Film und Äußerung für Äußerung übersetze ich direkt, kürze ich direkt. Also ich merke ja auch, wie schnell jemand spricht. Wenn jemand ganz schnell spricht, habe ich nicht die Zeit, alles, was der sagt, auch reinzuschreiben, denn niemand kann so schnell lesen, wie er hören kann. Ne? Und da muss ich dann zum Beispiel beim Übersetzen direkt rauskürzen und manchmal ist es ganz nett, weil man natürlich auch die Sprache teilweise vereinfachen kann oder eben auch muss. Manchmal ist es aber auch sehr schade, wenn jemand was sagt und man hat einfach die perfekte Formulierung im Kopf, aber die ist einfach zu lang und niemanden nützt die perfekte Übersetzung, wenn man sie nicht lesen kann. Man kann ja auch nicht zurückblättern und nochmal lesen, was da gerade war. Also man muss es schon direkt einkürzen und so anpassen, dass es wirklich auf den Film passt, auf das Gesprochene, auf das, was man hört, auf die Schnitte und so weiter. Genau. Du hast diesen Film jetzt ja nicht untertitelt, aber du hast ihn dir angesehen. Und was glaubst du, wo lagen die Probleme und Schwierigkeiten oder hättest du hier eine Untertitelung problemlos vornehmen können? Da spielen so viele Faktoren rein. Also ich denke, dass dieser Film, deswegen sprechen wir auch jetzt nicht mit dem, der das untertitelt hat. Ich vermute, dass der aus der englischen Vorlage untertitelt wurde und übersetzt wurde, was ganz häufig der Fall ist, denn ich weiß nicht, wie es mit dem Film ist, aber oft gehen die ja um die Welt oder werden erstmal den Verleihen vorgeschlagen und dann haben die erstmal englische Untertitel, damit die Leute die auch verstehen können. Und selbst diese englischen Untertitel werden auch schon unter großem Zeitdruck hergestellt, denn das soll ja alles ganz schnell gehen und dann sind das schon nicht die perfekten Untertitel und wenn die dann noch als Vorlage benutzt werden, ist das natürlich nicht optimal und auch wenn man dann nur eine Woche Zeit hat oder weniger oder sich den Film teilen muss, das passiert ja auch, wenn wenig Zeit ist, dann arbeiten zwei Leute an einem Film, hinterher guckt sich das einer nochmal an, gleicht das so ein bisschen an, damit die Begriffe stimmen. Aber all diese Sachen spielen da eine Rolle und da leidet dann unter Umständen die Qualität. Und dann muss man halt so bestimmte Stellen, die so schwierig sind, wo zum Beispiel ein Dialog schnell gewechselt wird, ne, wo alle gleichzeitig sprechen oder wo ganz schnell das hin und her geht, da hat man nicht die Chance, alles Gesprochene zum Beispiel unterzubringen, weil man es so schnell nicht lesen kann. Und da muss man ganz schön basteln. Und fürs Basteln braucht man Zeit. Und wenn die nicht da ist, muss man mit Lösungen Vorlieb nehmen, die eben nicht optimal sind und die dann der Zuschauer dann auch bemerkt, ja. Günther, gab es denn bei dir auch Klippen bei der Übersetzung, wo du dich gefragt hast, wie du das Problem dann am besten zu lösen hast? Oder ist das einfach glatt durchgegangen? Also ich habe gerade erstmal nur so spontan gedacht, wie froh ich doch bin, dass ich Bücher übersetzen darf und nicht Untertitel übersetzen muss, weil so Sachen wie Zeitlimits oder irgendwas, die gibt es natürlich nicht, also du hast doch sicherlich auch in deinem Vertrag einen Abgabetermin. Ja, also ich meinte jetzt Zeitlimit, wie lang darf ein Satz sein? Also klar, Abgabetermine haben wir auch und die sind halt in der Regel dann aber Monate entfernt und nicht Wochen. Und wenn man das ein bisschen geschickt timet, dann passt das auch. Probleme eher wenig bei dem Buch. Also das war recht einfach. Was bei UNESPE oft der Fall ist, dass er so einen flapsigen Ton hat und der ist sehr wichtig rüberzubringen. Also das ist gerade bei dem Buch entscheidend, dass man das nicht alles ernst nimmt. Und das kommt in dem Film auch raus und das ist bei dem Buch hoffentlich auch zu spüren, dass das eben manches bewusst überzogen wird und das darf man als Leser, das muss man als Leser mitkriegen und entsprechend wichtig ist, dass es schnell zu lesen ist, dass es fließt, dass eben diese Situationskomik drin ist, ohne dass man es lächerlich macht. Also es ist ja keine Persiflage, es ist einfach schon, dieser Ton ist drin, aber mehr soll es auch nicht sein. Was allerdings ein Problem war, was mich Tage gekostet hat, ist dieser scheiß Hund.
Nespel mag keine Hunde. Und weil er niemandem auf den Schlips treten will, erfindet er ständig Hunderassen. Und wenn man das nicht weiß, dann fängt man an, Hunderassen zu googeln. Oh, ich dachte, das wäre ein Tippfehler, oder? Nein, den gibt's nicht. Es gibt den Neither Terrier, gibt's, aber nicht den, der jetzt nicht so geschrieben. Nicht so geschrieben. Genau, und dann, ich dachte, es wäre ein Genau, und dann habe ich natürlich erst gesucht und auch gedacht, nee, also falsch geschrieben und wollte es dann korrigieren, aber weil die gerade bei Ullstein, was Nespö angeht, sehr vorsichtig sind, was Änderungen oder Eingriffe angeht, muss ich dann alles nachfragen. Also habe ich mit Nespö Kontakt aufgenommen und nachgefragt, wie das mit den Hunden ist, und dann kam so das klassische, ich mag keine Hunde. Und dann hat er mir halt erzählt, nee, ja, den gibt's nicht. Und das ist dann schön, wenn man vorher 2,5 Tage lang immer wieder Hunderassen gegoogelt hat. Also das sind so eine kleine zeitraubende Anekdoten. Und ich habe bei ihm jetzt schon 3-mal Hunde gehabt und keiner dieser 3 Hunde hat existiert. So viel dazu. Jetzt hast du fast schon die nächste Frage beantwortet. Ich stelle sie aber trotzdem nochmal, denn das ist eine Frage zu der Sprache und Stil. Wie intensiv befasst ihr euch mit dem Stil des Originals? Schaut ihr, ob es eher hardboiled ist oder eher softer zugeht? Und wie versucht ihr euch dem Originalstil anzugleichen? Oder nehmt ihr euch einfach die Freiheit, auch eigene Stilmittel wie Slang oder sowas in die Übersetzung einzubauen? Also bei uns ist es so, genau, es ist ja alles gesprochene Sprache, was wir übersetzen. Und wir verschriftlichen sie aber. Und das muss ja auch lesbar sein. Und viele Sachen, die man gesprochen einfach mal so dahin sagt, wenn man die dann liest, dann stolpert man darüber. Und dann haben wir wieder bei Untertiteln das Problem, ich kann das nicht nochmal lesen, es ist ja dann weg. Das heißt, wir machen oft aus so sehr umgangssprachlicher Sprache, wir passen das schon an, wenn jemand die Worte irgendwie komisch ausspricht oder so, wie dieser der Kommissar das macht, wie das in dem Buch auch drin ist, wo dann Buchstaben einfach weggelassen werden. Das fand ich in dem Buch total gut und ich habe gedacht, das wäre eigentlich auch eine gute Sache, das in Untertiteln zu übernehmen. Aber da ist dann wieder die Frage, wie lesbar ist das? Denn man muss es auf einen Blick erkennen, wenn da dann so ein Bindestrich statt einem Buchstaben ist, hat man vielleicht schon ein Publikum verloren und die kommen dann einfach nicht mehr mit und man ist raus, das zum Beispiel. Ansonsten muss man aber natürlich Umgangssprachliches schon auch abbilden, ne? Und genau. Also ist bei, grundsätzlich muss man natürlich schon den Stil versuchen, so wiederzugeben, wie er im Original ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist mir aber zu hart, jetzt mache ich das in meiner Sprache ein bisschen angenehmer. Also da sollte man schon versuchen, so nah wie möglich an dem Ausgangsstil zu bleiben. Aber es ist natürlich klar, dass wir als Übersetzer auch unsere eigenen Stimmen haben und die können wir nicht zu 100% unterdrücken. Also ich denke schon, dass man das Stück weit rauslesen kann, wer was übersetzt hat. Aber bei Nespö ist noch ein Punkt ganz wichtig, das ist schön, dass du das angesprochen hast mit diesem Kommissar. Der spricht in dem Buch einen unglaublich schwierigen Dialekt. Und das ist natürlich ein Problem. Gerade in dem Buch und auch in den anderen Nespö-Büchern ist immer eine Person dabei, die vom Land kommt und die gerade so das Gegengewicht gibt. Also bei den Harry-Hole-Büchern ist halt ein Kommissar oder ein Gerichtsmediziner, der eben sehr vom Dorf kommt und der durch seine Sprache immer auffällt. Und das ist dann natürlich saumäßig schwierig umzusetzen, weil wir können das ja nicht ersetzen durch irgendeinen Dialekt, den man bei uns als Dialekt erkennen könnte, das wäre ja völlig daneben. Und dann versucht man halt irgendwie entweder über ein Soziolekt was reinzubauen oder über einen Sprachfehler, dass man einzelne Buchstaben weglässt, dass man das so als Marotte darstellt. Und das ist aber schon wichtig, um so diese Charakterzüge dann auch drin zu haben. Und sonst wird was verloren gehen. Steffen, du hast jetzt gerade eben von den Dialogen geredet und du musst dich ja auch hauptsächlich auf die Dialoge verlassen, denn ich meine, vieles erschließt sich ja einfach durch das Bild, was im Buch dann jedes Mal wieder erklärt werden muss und was ein Zuschauer möglicherweise sofort erkennt. Macht das deine Arbeit eigentlich leichter oder einfacher? Also das kommt darauf an. Manchmal ist es natürlich so, dass ich, gerade wenn ich jetzt Text rauskürzen muss, dass ich bestimmte Dinge, die sich durch das Bild oder durch die Handlung erklären, natürlich dann weglassen kann, ohne dass der Zuschauer es bemerkt oder dass er dann einen wirklichen Informationsverlust hat.
hat. Aber manchmal ist es auch so, da geht es dann um die Lesezeit auch wieder, dass wenn im Bild so ganz, ganz viel passiert, dann soll der Zuschauer, der soll ja dann sich auch das Bild angucken. Er soll sich sowieso das Bild angucken, aber je mehr passiert im Bild, desto mehr muss man sich darauf konzentrieren und desto mehr muss man dabei den Untertiteln gucken, dass man sie auch wirklich knapp hält, denn sonst verpasst man irgendwas. Ne? Man kann nicht alles gleichzeitig gucken und lesen und aufnehmen. Das Gehirn muss das alles irgendwann verarbeiten. Und Action-Szenen, wo viel hin und her geht, da muss man unter Umständen eben im Text noch knapper sein, wenn es denn da so viel Text gibt. Ne? Also in Action-Szenen ist es ja auch oft so, dass es gar nicht so viel Text gibt, der gesprochen wird. Ari Rowohlt hat mal gesagt, was ist denn das für eine Übersetzung, in der dasselbe steht wie im Original? Wie ist euer Verhältnis zur Wortwörtlichkeit einer Übersetzung? Wir haben es eben schon gehört, du musst zwangsläufig kürzen, hin und wieder. Und du? Ich muss mich immer bremsen. Also es gibt Verlage, da darf ich, und da mache ich das gerne und viel, das zu verändern und umzubauen und sonst was. Gerade bei Krimi, also wir reden jetzt von Krimis, ne? Und es gibt aber auch Autoren, da habe ich von vornherein vom Verlag die Order, da wird bitte gar nichts geändert. Nespe ist einer von denen, wo bitte gar nichts geändert wird. Und es ist auch richtig, dass die Bücher sind eigentlich gut, die sprechen für sich, da muss man nicht eingreifen. Es gibt leider Gottes einige andere skandinavische Krimis, die im Original eigentlich so sind, dass man sie gar nicht übersetzen sollte. Und wenn man es dann trotzdem macht, dann muss man sich immer wieder bremsen. Das ist schon fast die Vorlage für meine nächste Frage. Stefanie, bei dir ist, du kannst ja unmöglich den Film umschneiden. Aber ich denke, es gibt Situationen, wo du sicherlich was weglassen musst, zwangsläufig, weil da einfach der Platz nicht da ist oder weil du auf möglicherweise auch auf Synchronizität achten musst. Ist das so? Ja, genau. Also was ich schon erklärt habe eben, also das Bild spielt immer eine Rolle, die Schnitte spielen eine große Rolle. Wenn eine Szene dann plötzlich zu Ende ist und dann kommt eine ganz neue Szene, dann kann da nicht noch der Untertitel von der alten Szene drin stehen. Und abgesehen davon halten wir uns aber natürlich schon sehr eng an den Dialog. Und das ist auch das, was oft vom Publikum dann als Feedback kommt. Also da wird sich schon eher mal beschwert, jetzt gerade wenn ich jetzt auch ans Englische denke, das verstehen ja viele. Bei Norwegisch ist es jetzt nicht bei so vielen so. Aber dass sie dann sagen, na, da steht ja gar nicht das, was sie sagen. Das ist ja was anderes, was da steht, weil ich eben zum Beispiel kürzen musste, weil man sonst nicht lesen könnte, beispielsweise. Genau, aber wenn es möglich ist, halten wir uns ans Original. Man muss ja manchmal auch einen Satz in mehrere Untertitel stecken. Ne? Wenn das ein ganz langer Satz ist, den muss man dann auch ein bisschen sortieren. Und die deutsche Satzreihenfolge ist eben auch nicht immer die gleiche. Im Norwegischen kommt es noch eher hin, im Englischen wird es dann schon schwieriger. Da muss dann das Verb woanders hin und dann ist das alles verzerrt und da kann ich nicht immer den gleichen Teilsatz unter das setzen, was eben auch gerade gesprochen wird. Das funktioniert, man versucht es, aber es funktioniert nicht immer. Ne? Und dadurch hat man da schon auch mal eine Diskrepanz, ne? Zwischen dem, was man hört und dem, was man liest. Ja. Günther, lässt du auch manchmal wirklich bewusst was weg, um Spannung und Tempo zu erhöhen oder weil du es einfach schlichtweg überflüssig findest? Zweimal ja, aber nur in Absprache mit Verlag und Autor. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass ein Autor übers Ziel hinausschießt und dass die Dialoge zu lang werden, dass er eigentlich gesagt hat, was er sagen will, und dann kommt nochmal so ein Nachsatz, da geht ja die Spannung flöten. Oder wenn dann Wiederholungen kommen und eigentlich was erzählt ist, nochmal erzählt wird, dann brauchen wir das nicht. Und wenn das dann ein Halbsatz ist, dann kann ich den streichen, ohne mich abzusichern. Wenn das ein ganzer Absatz ist oder noch mehr, dann macht das die Runde. Dann wird erst beim Verlag eingeholt, ob es okay ist, wenn ich mit dem Autor drüber spreche, ob ich das kürze. Und wenn der Autor dann auch einverstanden ist, dann springt es über die Klinge. Das geht so weit, dass ich ein Buch um 80 Seiten gekürzt habe. Von 480 sowas. Das ist schon eine ganze Menge, ja. Mhm. Aber das war eben mit Vorlage und allem drum und dran, aber ich glaube, das war hinterher besser als vorher. In dem Zusammenhang, wie geht ihr mit Fehlern um? Gerade bei Krimis kommt es ja immer wieder zu Anschlussfehlern oder auch falschen Tatsachenbehauptungen. Gibt es da einen gewissen
Interpretationsspielraum? Ist der unerlässlich oder der eben bisweilen bis hin zur Korrektur des Originals gehen kann? Oder ist das einfach ein Eingriff in die Autonomie des Textes und des Autors? Nee, also da kann ich gerade passend zu Nespö sagen, dass wir jedes Mal eine lange Fehlerliste erstellen von Sachen, die im Original nicht ganz zu Ende recherchiert sind. Und diese Fehlerliste geht an den Agenten von dem Autor und der leitet es dann weiter an den Originalverlag. Und in der Regel ist die zweite Auflage des norwegischen Originals dann korrigiert. Es sind leider immer wieder Fehler drin. Und das sind zum Teil sehr krasse Sachen, wo man sich fragt, wie kann das überhaupt sein? Also jetzt nicht nur bei Nespö, sondern bei fast allen Krimis. Es gibt diesen schönen Satz von T.C. Boyle, was brauche ich einen Lektor? Ich habe doch einen deutschen Übersetzer. Ja. Findest du auch Fehler? Ja, na klar. Also jeder Mensch macht ja auch Fehler, ne? Und das passiert einfach. Und ich glaube, der große Vorteil jetzt beim Buch übersetzen ist, dass ihr den Autor ansprechen könnt. Und er ist ja der Urheber und er ist ja der sagen kann, ja, stimmt, das ist mein Fehler oder nee, lass das so, ich will das so oder wie auch immer. Und das haben wir, also in der Situation sind wir als Untertitler eigentlich nie. Da sind so viele Zwischenagenturen, was auch immer schon zwischen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man mal mit dem Regisseur in Kontakt kommt, die ist also weniger als null. Also dass man da wirklich mal was nachfragen kann, auch bei Verständnisproblemen manchmal, ne, die Sprache ist ja auch nicht 1:1. Manchmal muss man auch was interpretieren oder eben es gibt solche Fehler, wo man sich fragt, soll das aus irgendeinem Grund so sein oder ist es wirklich einfach nur ein Versehen gewesen und es gibt dann aber niemanden, den man fragen kann und dann muss man es ja nach eigenem Ermessen oder eben den Kunden, die Agentur fragen und dann, die fragen dann aber auch, irgendwo entscheidet dann mal einfach jemand was, aber das hat nichts mit den eigentlichen Urhebern und Machern mehr zu tun, ja, aber die Entscheidung liegt dann im Endeffekt, man kann darauf hinweisen, aber sie liegt nicht bei einem selbst eigentlich, ne? Das entscheidet dann doch jemand anders. Also ich persönlich muss sagen, dass ich diese Gespräche mit den Autoren finde ich fast das Spannendste und Witzigste an meinem Job. Wenn man dann diese Fehlerlisten hat oder diese Fragen hat und wenn man dann die Antworten kriegt, das ist wirklich immer wieder überraschend, was da kommt. Also ich habe beim letzten Buch, was ich jetzt gemacht habe, waren auch ungefähr so 20 Sachen, die ich dann nachgefragt habe und bei einem Drittel davon war dann so diese Reaktion, oh Gott, wie konnte mir das passieren? Bei dem anderen Drittel war, oh, wenn du meinst, dann mach das halt so. Und beim Rest hieß es, nee, das will ich, dass das so falsch bleibt. Das ist meine dichterische Freiheit. Also man weiß da gar nicht, deshalb ist Abfragen immer gut. Nachfragen, wie wollen Sie es? Und dann ist man natürlich dem Autor verpflichtet. Und es ist schön, die antworten alle. Also da hat man eigentlich immer Kontakt zu den Leuten. Ja, das ist eigentlich auch meine Erfahrung. Ja. Aber reden wir noch mal ein bisschen über generelle inhaltliche Probleme des Übersetzens, gerade auch aus den skandinavischen Sprachen. Ich habe mir damals eine kleine Liste gemacht mit besonderen Problemfeldern, die versuchen wir jetzt mal nacheinander abzuarbeiten. Wie geht ihr mit Verwandtschaftsverhältnissen um? Denn das Norwegische zum Beispiel hat ein eigenes Wort für die Mutter des Vaters und für den Vater des Vaters. Das sind jeweils eigene Worte. Wir haben nur den Großvater oder die Großmutter. Dort gibt es Morfar und Farfar. Ah. Also bei mir ist da habe ich gar nicht so viel Spielraum. Wenn man jetzt zum Beispiel im Buch noch einen Nebensatz einfügen würde oder es ein bisschen kurz erklären würde, kann ich nicht. Ich muss sowieso das nehmen. Ich würde wahrscheinlich nicht mal Großmutter schreiben, sondern Oma. Je nachdem, in welchem Zusammenhang es vorkommt, weil es einfach kürzer ist. Also es muss natürlich stilistisch passen. Ne? Aber solche Dinge, bestimmte Dinge muss man dann erklären. Aber die meisten Sachen bei Untertiteln kann man nicht erklären. Die muss man so nehmen und hoffen und sich das nicht nur hoffen. Man muss es einfach schon das Optimum dahin schreiben dann. Also Stefanie hat es eigentlich schon gesagt, wenn es wichtig ist, also in vielen Fällen kommt es nicht drauf an, dann kann da einfach Oma und Opa stehen und fertig.
Aber wenn es wichtig ist, dann baut man einfach einen Halbsatz ein und dann ist klar, das ist irgendwie die Mutter von der Mutter oder sowas. Und meine Oma hatte den Namen Mamama. Da war vollkommen klar, von wem die ist. Was ist mit Kulturspezifika wie Institutionen? Also die Volkshochschule ist ja etwas anderes auf Deutsch als in Skandinavien. Das ganze Schulsystem, die Schulnoten, die gesellschaftliche Organisationen und Feste, was macht man damit? Erklärt man das jedes Mal? Wieder das gleiche Spiel wie eben. Also erklären können wir wirklich nicht. Man muss irgendwas nehmen. Man kann das natürlich, so wie man einen Dialekt nicht einfach, wenn ich jetzt einen Norweger vom Land, kann ich nicht einfach mit einem Mecklenburger vom Land oder mit einem Bayern vom Land. Also das funktioniert nicht. Ich kann nicht den deutschen Dialekt nehmen für einen norwegischen. Das geht nicht. Und genauso ist es auch mit Institutionen. Da muss man oft, kann man einfach auch den Originalbegriff lassen, wenn sich's durch den Zusammenhang erklärt. Auch bei Untertiteln und ansonsten muss man irgendwas nehmen, was natürlich die Funktion, die es dann in diesem Moment hat, am besten rüberbringt, damit eben der Zuschauer sofort weiß, worum es geht. Und das, was ist mit Dialekten zum Beispiel? Die sind, also bei Untertiteln sind die häufig raus, ja. Also ich möchte mal was zu den Institutionen und sowas sagen, da muss man... Also es gibt kein richtig und falsch. Man muss da unterscheiden, ist es jetzt ein Krimi, ist es ein Roman, wo diese Organisation oder die Institution wichtig ist, oder ist es ein Sachbuch? Wenn es ein Sachbuch ist, ist es natürlich ganz wesentlich, dass alles stimmt. Und dann muss man auch unter Umständen über 2, 3 Nebensätze erklären, wie die Volkshochschule sich von der Volkshochschule in Norwegen unterscheidet. Das eine ist eine lokale Uni und das andere ist halt das, was wir als Volkshochschule kennen. Während, wenn ich bei Schulnoten bin, da ist es ganz einfach. Die sind einfach andersrum gezählt. Und dann kann man das natürlich umsetzen in unser System, damit der Leser weiß, was Sache ist. Aber es kommt immer aufs Genre an. Gehe ich da intensiv drauf ein oder tue ich es nicht? Und ich glaube, kein Krimileser ist mir böse, wenn ich ihm die Volkshochschule nicht erkläre. Die steht dann da vielleicht und das stört aber keinen, wenn die keine große Rolle spielt. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür wären auch Währungen. Das hatten wir hier. Ich weiß gar nicht, hast du da in Euro umgerechnet oder sind das Kronen geblieben? Ich glaube, das sind Kronen geblieben. In den Untertiteln wurde nämlich alles in Euro umgerechnet. Und was ich befremdlich fand, was ich jetzt nicht gemacht hätte, denn es ist ja eindeutig, dass es auch in Norwegen spielt. Aber solche Entscheidungen gehören natürlich dazu, ne? Und auch Maßeinheiten dann, wenn es dann andere sind, ob man die jetzt umrechnet oder ob man sie 1:1 übernimmt. Ja. Ja. Sind bei uns ganz oft Verlagsentscheidungen. Also es gibt Verlage, die wollen partout Euros drinstehen haben, egal wo das Buch spielt. Und es gibt andere, die wollen auf jeden Fall, dass es Kronen bleiben. Also da muss man sich ein bisschen vorher erkundigen oder das ist eine Sache des Lektorats, das dann zu ändern. Also und was ist mit Duzen und Siezen? Im Original ist es tatsächlich, unterhalten sich die Leute und duzen sich alle und in der Übersetzung siezen sie sich ja. Ne? Das ist keine einfache Sache, weil gerade wenn sich jetzt 2 Leute kennenlernen und dann womöglich irgendwann sich sehr eng kennenlernen, dann muss man ja zwangsläufig irgendwo auch den Wechsel einbauen. Und das sind dann so Sachen, die man tatsächlich, wenn man sich nicht sicher ist, die ich dann auch mit den Autoren bespreche. Ab wo ist die Beziehung so eng, dass man sich duzt? Während es bei jüngeren Leuten, mache ich es mir relativ einfach, die duzen sich einfach. Oder wenn ich Gleichaltrige habe, versuche ich auch das so zu schieben, dass das funktioniert. Wenn es innerhalb von der Polizei ist, kann man sich auch einfach machen, indem, wenn jetzt ein neuer Kollege kommt, man einen Satz einbaut und so nach dem Motto, bei uns im Dezernat duzen sich alle und damit ist das Thema gegessen. Und bei dir? Ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Mir ist gerade hier in dem Buch auch aufgefallen, im Norwegischen gibt es da irgendwann die Stelle, wo er ihm sagt, jemanden, den man mit Vornamen anspricht, den bringt man nicht um. Und im Deutschen ist es dann jemanden, den man nicht duzt, den bringt man nicht oder den richtet man nicht hin oder irgendwie so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie es wortwörtlich war. Und da habe ich noch gedacht, ach wie schön, ja, das ist so einfach, so kann man das so gut machen. Und diese Situation haben wir im
Film natürlich selten. Da muss man dann sich irgendwann diesen Punkt überlegen, naja, jetzt, wie ist es halt wahrscheinlich, ne? Wie würde ich es in meinem Alltag machen? Wenn die sich jetzt das erste Mal geküsst haben, ja, dann siezen sie sich natürlich nicht mehr. In so einer lebensgefährlichen Situation ist es nochmal irgendwie anders, aber man muss da immer irgendwo, es gibt auch oft, dass ich dann Vorschläge mache, so verschiedene Situationen, wo ich denke, so jetzt sind sie vertraut, hier könnten sie anfangen, sich zu duzen. Dass dann jemand, der nochmal rüberguckt oder eben ob es manchmal kommt, es auch dann aus der Synchronabteilung tatsächlich, dass die schon das Synchronbuch haben, sich die gleichen Gedanken gemacht haben, wo es auch schon mit irgendwem abgesprochen ist, dass die dann sagen, es soll auf jeden Fall genauso sein wie dann in der Synchronfassung, dass sie dann nicht an unterschiedlichen Stellen anfangen, sich zu duzen und zu siezen. Aber das ist auch nicht immer so. Das kommt ja auch immer darauf an, wann wird die Synchronisation erstellt, wann die Untertitelung und so weiter und so fort, ja. Ist auch interessant in Stresssituationen, was man in Krimis oft hat, dass es, wenn es dann super spannend wird und jemand irgendwie in Notlage ist, dann wird sich ja auch nicht mehr gesiezt. Da muss man nämlich dann auch darauf achten, dass die dann plötzlich irgendwie oft mal in Notsituationen ins Du wechseln und hinterher plötzlich wieder bei sie sind. Das ist absolut tricky da, dieser Punkt. Letzte Frage zu diesem Komplex. Was ist mit Schimpfworten? Kreativ sein. Genau, kreativ sein und nicht zensieren. Ja, ich meinte auch mehr jetzt die Gravidität von Schimpfworten. Also nicht einfach nur die Schimpfworte selber, sondern... Ich bin da eigentlich recht frei und krieg dann hinterher immer von meiner Lektorin gesagt, du hast wieder 7-mal das Wort so und so benutzt und das habe ich dir wieder 7-mal gestrichen und ersetzt durch. Die hat es gern etwas sanfter. Es sind ja, also ich habe das bei uns, dadurch, dass es ja dialoglastig ist, man hat da so bestimmte Sprachen und da habe ich ja zum Beispiel auch das Dänische, da habe ich oft, dass sie da so ganz oft dieses Verfänden mit drin haben und so weiter, aber das, wenn ich das jedes Mal mit reinschreiben würde in das Deutsche, so spricht kein Deutscher, auch selbst wenn, also jedenfalls kenne ich niemanden, vielleicht habe ich auch einen anderen Kontaktkreis, aber auf jeden Fall muss man da schon gucken, was ist denn eigentlich üblich, ich kann auch nicht jeden Fluch jetzt immer zu mit reinschreiben, das ist ja genau wie das englische fucking, das auch einfach ständig mit drin ist und so reden die meisten eben doch nicht im deutschen Alltag und da nimmt man es dann halt schon raus, also es muss schon plausibel sein und es muss schon in die Sprachrealität passen und das ist ja bei uns genauso wie auch im Buch, sonst wirkt es auch nicht echt und sonst liest man es eben auch wie eine Übersetzung und nicht wie ein deutschen Text. Ändert sich da das Sprachgefühl auch oder beziehungsweise das Verhältnis zur Sprache? Also jetzt Jugendsprache zum Beispiel ist ja enorm dynamisch und ändert sich, da kommen ständig irgendwelche Worte wieder mit rein, die inflationär benutzt werden. Geht das in solche Übersetzung dann ein? Ja, also zum Beispiel in Filmen auch, wenn ich Jugendliche habe, dann nehme ich natürlich viel mehr, auch die Anglizismen nehme ich dann mehr mit rein, weil es einfach heutzutage schon so üblich ist, die reden wirklich alle so und dann kann ich das schon auch abbilden. Ich versuche es nicht zu übertreiben, denn man muss es ja nicht forcieren, dass es noch mehr so wird, aber es ist schon was anderes, als wenn sich da dann gestandene Leute, erwachsene Familien, Firmenchefs unterhalten, auf jeden Fall. Ja, also ganz genau. Du könntest jetzt ja nicht Scam in Hochdeutsch übersetzen, das geht nicht. Also man muss schon gucken, dass das, wenn die entsprechenden Protagonisten da sind, dann muss halt die Sprache stimmen. Und das ist aber auch eine Herausforderung an uns. Wir werden immer älter. Ich habe zum Glück 2 Teenager-Töchter, die helfen mir da, was diese Sprache angeht. Aber wenn man die nicht hat, dann ist es nicht so einfach, da immer auf dem Laufenden zu bleiben. Reden wir noch mal ein bisschen über die allgemeinen Rahmenbedingungen für Übersetzer bzw. Untertitler. Wir haben es eben schon gehört, du brauchst für ein 300-Seiten-Buch jetzt ungefähr 2 Monate. Du hast für einen 90-Minuten-Film vielleicht 2 Wochen Zeit, ohne jetzt wirklich ins Detail, ins finanzielle Detail gehen zu wollen. Aber wie sieht denn die Arbeitssituation für euch als Übersetzer und Untertitler aus? Also auch die finanzielle Situation. Habt ihr das Gefühl, dass ihr da ausreichend für honoriert werdet? Schwieriges Thema. Naja, ich meine, ich habe mal geguckt, laut Statistischem Bundesamt hat sich das durchschnittliche Bruttoeinkommen in den letzten 10 Jahren von 27.800 auf 35.400 Euro gesteigert. Entspricht das euren Erfahrungen mit
oder den Erfahrungen mit euren Arbeitgebern, den Verlagen und Filmproduzenten? In den letzten wie vielen Jahren? 10 Jahren. Das sind jetzt aber nicht die Übersetzer, sondern alle. Das ist nur die, das sind alle. Das, genau. Das laut Statistischem Bundesamt das Gesamteinkommen. Hast du auch die Abrechnung vom VDÜ gesehen über die Einkommensentwicklung der letzten 2 Jahre bei Übersetzern? Erzähl uns davon. Das ist um, ich glaube, 2000 weniger geworden in den letzten Jahren. Und die durchschnittlichen Einkommen liegen deutlich drunter. Und das liegt ganz einfach daran, wenn man jetzt, ich meine, 99,5% von uns übersetzen Bücher, die nicht in den Bestsellerlisten landen. Und daran verdient man einfach wirklich nur den Seitenpreis, den man in der Übersetzung aushandeln kann. Und das ist nicht so super üppig. Wo liegen diese Preise ungefähr, damit Sie eine Vorstellung bekommen? Für, also es gibt die sogenannte Normseite, die man abzugeben hat. Das sind 30 Zeilen, also 60 Anschläge. Also da hat man maximal dann 1800 Zeichen auf dem Blatt Papier. Und das ist die Normseite, nach der abgerechnet wird. Wo liegen die Preise? Wie sieht das aus? Durchschnittspreis liegt so bei 18 Euro, wobei im Taschenbuch weniger gezahlt wird. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel es dann für so ein Buch gibt. Das ist nicht so fürchterlich viel, wenn man dafür 2 Monate braucht. Und man muss ja auch noch andere Sachen zahlen. Wie sieht das bei euch aus? Also bei uns ist es auch so, dass der Preisdruck enorm hoch ist. Also man muss wirklich richtig schnell und effektiv arbeiten, damit man überhaupt von diesem Beruf leben kann. Und ich kann auch viele, die sagen, ich kann von dem Beruf einfach nicht leben. Ich muss nebenbei oder ich mache auch Fachübersetzungen oder irgendwas in der Art, um das wieder auszugleichen, weil ich Untertiteln aus Leidenschaft mache, beispielsweise. Wir werden nach Filmminute bezahlt. Also das ist, wenn man Glück hat, man 90 Minuten, man hat da dann den Preis. Wenn den ganzen Film über gequatscht wird, dann braucht man dafür ewig. Und dann ist der Stundenlohn, wenn man ihn nachher runterrechnet, also wirklich nahe dem Mindestlohn. Und das ist natürlich Kaurismäki untertiteln. Wie bitte? Dann musst du Kaurismäki untertiteln, da verdienst du gut. Ja, nein, bei skandinavischen Produktionen ist es natürlich, es gibt da einige, die natürlich wortkarger sind, die nicht so voll gequatscht sind. Da ist es dann schon, da hat man dann am Ende natürlich dann mehr raus. Aber die Preisentwicklung in den letzten Jahren, ich bin ja erst schon 10 Jahre, ist jetzt selbstständig, bin ich auch noch gar nicht 10 Jahre. Also vor 10 Jahren habe ich angefangen mit Untertiteln, mit Praktikum und Volontariat und so weiter und so fort. Und da waren die Preise schon ziemlich weit unten. Und Kollegen, die schon länger dabei sind, die erzählen, die hatten den doppelten Minutenpreis damals noch. Aber damals wurde natürlich auch noch anders gearbeitet, ne? Durch die Digitalisierung, durch diese Programme, die man hat, wird die Arbeit natürlich vereinfacht. Aber trotzdem muss man übersetzen. Die Arbeit ist trotzdem da und gleichzeitig ist aber das Volumen unheimlich hoch, weil diese ganzen Streaming-Dienste natürlich alles synchronisiert und untertitelt anbieten und die wollen so viel wie möglich untertitelt haben und aber natürlich so billig wie möglich, denn sie bieten ihre Dienste ja auch nicht teuer an, wenn man sich überlegt, wie viel die Leute gucken und konsumieren. Im Endeffekt, die bezahlen ja nicht für die Menge, sondern irgendein Abo und so weiter. Ich gehe davon aus, dass die genug Geld machen, aber sie wollen auf jeden Fall auch nicht viel Geld ausgeben und darunter leidet die Qualität auf jeden Fall. Also die Leute, die das machen, die müssen sich beeilen. Man kann sich nicht mehr auf die Qualität konzentrieren und viele sagen auch, es ist schwierig, das noch professionell zu betreiben, einfach weil man nicht davon leben kann. Und wenn man nicht davon leben kann, dann braucht also als Hobby, es gibt ja auch schon die Idee, Fan-Untertitel zu machen. Das ist einfach die Fans freiwillig und gratis untertiteln. Aber ich weiß nicht genau, wie weit das jetzt schon gekommen ist. Es gibt sicher einige, die das cool finden. Es gibt auch im Internet viele Datenbanken, wo man sich irgendwelche Untertitel, die eigentlich ja auch ein Urheberrecht haben, runterladen kann, für die irgendwer mal gearbeitet hat und eigentlich Geld kriegen müsste. Aber da leidet dann eben auch die Qualität. Und das ist ja auch so bei Übersetzungen, wenn da was Falsches drin ist und die Leute merken es ja nicht, ne? Man kann auch manipulieren mit Übersetzungen. Man kann bestimmte Begriffe rausnehmen, reinnehmen. Man kann dem Ganzen so einen Touch geben, dass es in eine andere Richtung interpretiert werden kann und so weiter und so fort. Also das ist schon ein großes Thema, ja. Okay.
Günther, du bist ja nicht nur ein fleißiger Übersetzer, sondern du bist auch, ich habe es vorhin gesagt, Literaturagent. Erzähl uns ein bisschen was über diese Seite deiner Vermittlungstätigkeit. Was machst du da? Also, eine kleine Korrektur. Du hast am Anfang gesagt, ich vertrete norwegische Autoren nach Deutschland. Das ist genau andersrum. Ich vertrete deutsche Autoren nach Skandinavien. Und das ist mir ganz wichtig, weil wenn ich gleichzeitig als Übersetzer arbeite, der skandinavische Bücher ins Deutsche übersetzt und dann noch als Vermittler auftrete, dann gibt es einen Interessenkonflikt. Und für uns ist natürlich gerade das Begutachten von Büchern auch sehr wichtig. Das heißt, da muss man ein möglichst objektives Urteil über ein Buch abgeben. Und die Objektivität ist natürlich fragwürdig, wenn ich gleichzeitig als Agent Geld verdiene, wenn ich ein Buch vermittle. Ja, warum mache ich das? Ich habe, nachdem ich 20 Jahre lang nur oder vorwiegend übersetzt habe, gemerkt, dass ich eigentlich nur noch Norwegisch und Dänisch lese und gar nicht mehr dazu komme, ein deutsches Buch anzugucken, weil einfach so viel anderes ständig auf dem Tisch liegt. Und das geht nicht. Man muss eigentlich in seiner Sprache sehr aktiv bleiben. Und dann hat sich glücklicherweise über eine befreundete Agentur die Möglichkeit ergeben, dass ich für die Vermittlung von unseren deutschen Autoren nach Skandinavien tätig werden kann. Und da geht es eigentlich darum, für die deutschen Autoren in Skandinavien Verlage zu finden. Und das ist ein sehr interessanter Job auch, weil man natürlich bei den kleinen, in Anführungsstrichen oder verglichen mit Deutschland, kleinen skandinavischen Verlagen häufig auch die gleichen Ansprechpartner hat. Und wenn man dann die skandinavischen Programme kennt und die deutschen Programme kennt, dann sind das recht viele Synergien, die man nutzen kann. Und das ist schon ganz, ganz schön. Ich habe jetzt keinen Überblick, wie viele Krimis als Film aus Norwegen in Deutschland zu sehen sind, aber Norla, die norwegische Organisation, die sich um die Verbreitung der norwegischen Literatur im Ausland kümmert und den Gastlandbeitrag zur diesjährigen Buchmesse ausrichtet, listet von Herbst 2018 bis zum Herbst 2019 allein 37 neue Krimis auf, die aus dem Norwegischen übersetzt werden oder worden sind. Ist der Markt wirklich so groß? Nein, deiner Einschätzung nach? Der war mal so groß. Also es hat eine unglaubliche Krimiwelle gegeben. Aber diese Welle flacht doch deutlich ab. Also man merkt, dass es immer schwieriger wird, neue Autoren unterzubringen. Und es sind jetzt ganz viele nochmal gemacht worden, aber viele, glaube ich, nur wegen diesem Schwerpunkt, weil man jetzt einfach plötzlich dann auch der hinterletzte Verlag noch gedacht hat, ich brauche jetzt für den Messeschwerpunkt noch einen norwegischen Autor. Und wenn man sich die Verkaufszahlen der Krimi-Autoren anguckt, dann gehen die bei den meisten Autoren deutlich runter. Also ich würde für einen Großteil dieser Autoren keine gute Prognose stellen, ehrlich gesagt. Okay. Ja, jetzt haben wir viel über die Probleme und Bedingungen des Übersetzens aus dem Norwegischen gesprochen, weniger über Jo Nesbøs Buch selbst, aber natürlich wollten wir Ihnen nicht die Hochspannung nehmen, die Ihnen das Buch und der Film vermitteln. Denn seien Sie gewarnt, Headhunter ist perfekt. Augenblick, jetzt habe ich die Seite verschlagen. Headhunter ist perfekt gebaut und erzählt, schrieb die Frankfurter Rundschau in ihrer Rezension. Und es ist sinnlos, sich dem Strudel zu widersetzen. Ich danke Stefanie Georgi und Günter Frauenlob, dass Sie uns von Ihrer Arbeit berichtet haben. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank und viel Spaß beim Film. Und bis dahin. Bis der Film beginnt, sind es ja noch ein paar Minuten Zeit. Und wenn Sie Fragen an unsere beiden Übersetzer und Untertitler oder mich haben, stehen wir selbstverständlich bis zum Filmbeginn gern zur Verfügung. Traut sich niemand? Oder waren wir so erschöpfend? Ich kann vielleicht noch einmal was beitragen, wenn du sagst,
Ach so. Wenn du sagst, die Autoren sind sehr freundlich gestimmt, wenn du Änderungen vorschlägst, nicht immer. Aber ich habe nicht gesagt, dass sie freundlich gestimmt sind. Ich habe gesagt, dass ich es immer sehr spannend finde und dass alle antworten. Die antworten nicht immer glücklich. Und dann mit dem, also ich habe zweimal versucht, Norweger zu fragen, wann vom Du, vom Sie zum Du übergegangen worden ist. Und ich habe erstaunlicherweise von zwei völlig unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Generationen gehört, was weiß denn ich, wir haben doch diesen Übergang nicht. Okay. Ja. War bei mir ein bisschen leichter. Also ich habe dann gemeinsam überlegt, wo kann man das machen? Aber das ist natürlich so eine Diskussion über ein Thema, was wirklich nicht so klar ist. Ne? Also in Dänemark kann ich es zumindest zeitlich insofern eingrenzen, als in den 70er Jahren, als ich in Dänemark gearbeitet habe, ältere Leute noch alle mit Sie angesprochen worden sind. Also da war das noch gang und gäbe und inzwischen ist das auch vorbei. Ich glaube, auch nur noch die Königin wird mit Sie angesprochen. Dann darf ich vielleicht noch, also dann danke ich euch dreien im Namen der Weltlesebühne. Und wenn das Interesse geweckt ist, darf ich noch darauf hinweisen, dass es am Montag nochmal eine Veranstaltung gibt zum Übersetzen, diesmal als gläsernes Übersetzen. Da kommt Maike Dörries in die Zentralbibliothek und wird von 17 bis 19 Uhr ein Jugendbuch übersetzen. Das wird vielleicht auch spannend, weil wir dann eben auch Umgangssprache und Bloggersprache hören. Und ja, also würde mich freuen, wenn Sie alle wieder morgen mit dabei sind. Auch wieder zum Thema Norwegen und das Gastland der Buchmesse. Dankeschön. Ja.